Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen News-Video von Lost Ark. Diesmal Visionshinweise zum April-Update. Kampf um den Throne des Chaos. Und zwar wird das Update heute noch rauskommen. Zwischen 8 Uhr oder ab 8 oder 9 Uhr Ortszeit. Ich glaube, UTC ist, glaube ich, eine Stunde hinter uns. Also 8 Stunden irgendwie hin. Ich glaube 8 Uhr, 8 oder 9 Uhr unserer Zeit. Mit voraussichtlich 8 Stunden dauern. Das kennen wir ja von den ganz normalen Updates. Scheinwerfer, das ist mit Sicherheit falsch übersetzt. Auf jeden Fall kommt die neue fortgeschrittene Klasse Lanzenträger. Die haben wir in der Akademie schon besprochen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Heute kommt der neue Kontinent Südwern, wo wir auch von der Hauptstory ein bisschen mehr mitbekommen. Was sehr, sehr cool ist. Da freue ich mich auf jeden Fall am meisten drauf. Bla bla. Okay, ihr braucht mindestens Gearstufe 1340, um Südwern betreten zu können. Aber ich denke, dass die meisten zumindest auf dem Weg dahin sind. Dann gibt es Fortschrittsinvent, also Fate und Powerpass haben wir gestern in den News schon behandelt. Ihr könnt einen beliebigen Charakter nach Faten boosten, genauso wie den. Wie die zwei Wernpässe, die ihr bekommen habt, könnt ihr das mit einem Charakter machen nach Wern. Das ist ziemlich cool, weil dann habt ihr direkt Stufe 960 und habt nicht mehr so viel auf 1100, um in Tier 3 zu kommen. Dann gibt es Express-Mission-Events. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, das Rennen von Arcesia ist dann weg. Das neue Event ermöglicht es Spielern, in einen ihrer Charakter auf Kampfstufe 50 auszuwählen. Gegenstand Stufe 1000 ist, um Expressmission aus dieser Charakter enthält Ausrüstung der Stufe 302 und hat die Möglichkeit, Express- und Bonusmaterialien abzuschließen. Bonusmissionen abzuschließen, um bedeutende Verfeinerungen und Fortschrittsbelohnungen zu erhalten. Die Missionen werden in 4 Abschnitte unterteilt: in den Hauptkontinenten. Tier 1 und 2 entsprechend nach Nordwern, Roentel, Jorn und Phaeton, die jeweils eine Fülle von Materialien gewähren, die eine Stufe relevant sind. Okay, das müssen wir mal gucken, wie sich das hier spielen lässt. Aber Jorn und Phaeton, das ist doch, ist das nicht Tier 2? Das hat nichts mit Tier 3 zu tun, ne? Erstmal kann nur Tier 1 und Tier 2 hier boosten. Für Spieler, die bereits in Tier 3 sind, kann das Event genutzt werden, um schnell einen neuen alternativen Charakter. Okay, hier geht es tatsächlich nur um Twinks. Das ist ein bisschen schade, dass Tier 3 da gar nicht irgendwie behandelt wird. So, es gibt neue Pässe. Der Ark Pass bietet neue Möglichkeiten, sinnvolle Belohnungen zu verdienen, indem ihr Lost Ark spielt. Der Premium Ark Pass fügt zusätzliche Belohnungen. Okay, das ist jetzt sowas wie bei Genshin Impact. Da könnt ihr Pässe kaufen und könnt Sachen abgrasen. Ein super Premium Ark Pass in Stufen 30. Okay, da bin ich gespannt. 1500 königliche Kristalle ist ja auch nicht gerade wenig für die, die Free-to-Play spielen. Okay, wird auf jeden Fall spannend. Dann haben wir hier noch Lanzenträger Spezialpaket wird hinzugefügt. Noblet Bankett als neuen Skin. Und ein paar kleinere Updates werden im April-Update stattfinden. Dann könnt ihr hier einige allgemeine Aktualisierungen
reinmachen und bemerkenswerte Fehlerbehebungen. Da haben sie auch auf jeden Fall einiges drin. Ja, ich bin gespannt, wie das Update wird, ob es wirklich hilft. Also T3 ist und bleibt wirklich momentan noch ein Kampf, aber ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf. Okay, Leute, das war's für diese News. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im Spiel. Haut rein. Ciao, ciao.